Typen wie er haben nur drei Optionen. Jung sterben, ein Leben im Gefängnis oder sie fangen an zu reden. Babs, du bist mehr als ein Sohn für uns. Ma und ich, wir haben wirklich eine Menge in dich investiert. Suchst du was? Dich? Wir tolerieren keine Dummheit. Verstanden? Yes, Sir! Gibt's ein Tattoo, das du bereust? Einige. Wieso bereust du eins? Genieße es, solange es geht. Ich kenne meinen Sohn und er ist kein Beziehungsmensch. Nicht auf unserem amerikanischen Boden! Du bist besser als diese Rassisten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du hast jetzt also eine Familie, ja? Hey, rede mit mir! Du weißt, dass das dem Alten nicht gefallen wird. Julie, warte, Julie! Ich bin raus! Was werden Ma und Pa darüber denken? In diesem Geschäft musst du konzentriert bleiben. Oder du fällst, so tief es nur geht. Was, wenn ich den ganzen Dreck loswerde und immer noch ein Stück Scheiße bin? Es gibt einen Ausweg, Brian. Ich kann dir dabei helfen. Du gehst nicht ans Telefon, du kommst nicht zu unseren Treffen. Ich weiß nicht mal, ob du noch Mitglied bist. Ich weiß nicht, was sie machen werden. Schnapp dir die Kinder und verschwindet. Es ist Zeit für dich, nach Hause zu kommen. Ich gehe nicht zurück. Du hast keine Wahl. Das ist meine Familie! Du atmest nur noch, weil du mir gehörst. Ich lasse nicht zu, dass sie meinem Jungen etwas antun. Aber ich habe solche Angst um diese Mädchen. Alter! Stimmt es, was Desi sagt? Dass du ein böser Mann bist?